Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren React hier hallo. Auf Pizmeet TV. Heute mit allen außer Bram. Und wir schauen uns an von Ultralativ, wie schädlich ist Social Media wirklich? Sehr schädlich. Das ist schon ein wirklich. Paradox, denn du guckst dieses Video auf einer Social Media Plattform. Ja. Stimmt. Valin hat das vorgeschlagen. Sehr gespannt, was da dabei rumkommt. Also ich finde es gibt Leute, die das überkonsumieren, wo ich sagen würde, das ist schädlich für die. Ja. Ja, da gehöre ich nicht zu. Ich suche die ganze Zeit schon. Das hat aber auch viele positive Sachen, finde ich. Irgendwo kommen noch die Bildschirmzeit heißt das. Ist Social Media auch Chefkoch? Auch, ne? Tja, verdammt gute Frage, wie breit man das fächert. Ich hätte jetzt schon bei YouTube kurz gezögert, aber natürlich ist es Social Media. Aber man kann es halt auch benutzen wie ein Fernseher. Das würde jetzt bei sowas wie X/Twitter oder so schwieriger funktionieren. Also Twitter, Instagram, also wenn du diese klassischen Social Media Medien nimmst, dann würde ich sagen, sind davon 70% schädlich. Alter, ich benutze Social Media täglich im Schnitt zwei Stunden. Das sagt dir von deinem Handy die Bildschirmzeit an? Ja, Produktivität und Finanzen, 40 Minuten. Wo siehst du das? Achso, bist du auf deinem Konto unterwegs? Ich muss einfach nur in den Einstellungen Bildschirmzeit eingeben und dann kriege ich zum Beispiel angezeigt, guck mal, Instagram bin ich 18 Minuten. Oh, warte mal. Bild. Was hast du denn sonst für? Okay, ich habe die gar nicht aktiv gehabt. Ach nee, Moment. Meine gesamte Handyzeit im Schnitt ist pro Tag 2 Stunden. Ich wollte gerade sagen. Meine ist 3,5 Stunden, zumindest diese in dem Wochending. Ja, schade. Kann also ich jetzt nicht drauf antworten, weil ich das nicht am Handy eingestellt hatte. Ach nee, ich habe über 4 Stunden. Reddit macht davon 1,5 aus, Instagram 40 Minuten, WhatsApp 30 Minuten. Ist jeden Tag 4 Stunden auf solchen Dingern? Am Handy. 4 Stunden, ich bin 2 Stunden am Handy. Generell am Handy, Jay. Also auch wenn du irgendwie E-Mail-Programm guckst oder so. Genau, aber Instagram ist auf jeden Fall meine meistgenutzte Social-Media-App. Montag habe ich die zum Beispiel 1 Stunde benutzt. What? Boah, krass. Dreimal so lang wie ich. Passiert sogar recht häufig. Bist zwischen 30 Minuten und 1 Stunde pro Holy Tag. Smokes. Ich glaube, du bist mit 1 Stunde noch echt niedrig dabei. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich mag Instagram auch tatsächlich total gerne. Ich sehe das auch als wichtigen Teil meines Jobs an. Und deswegen bin ich da gerne unterwegs. So, wie schädlich ist denn das jetzt hier? Wir sind alle kaputt. Kennt ihr das? Nach fast einem Jahrzehnt ist endlich die Batterie eurer Wanduhr leer. Und plötzlich hört es auf zu ticken. Schlagartig wird einem bewusst, wie ruhig es eigentlich sein kann. Und dass es da über Jahre im Hintergrund die ganze Zeit so ein beständiges Geräusch gab, das alles irgendwie unterlegt hat. Ja, das stimmt mit schon. Diesem Thema ging mir das nicht ganz unähnlich. Irgendwie schwang es bei den meisten Themen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, zumindest im Ansatz mit. Und das ist einigen von euch sicher auch nicht entgangen. Zumindest kriege ich regelmäßig Kommentare, die mir nahelegen, doch einmal etwas zur dank TikTok und Co. sinkenden Aufmerksamkeitsspanne zu machen, die man auch bei sich selbst beobachtet, zur Mediensucht oder Ähnlichem. Also gut, machen wir mal eine Momentaufnahme und schauen, was die Wissenschaft zu all diesen teils dramatisch diskutierten eventuellen Gefahren von Social Media so herausgefunden hat. Die sinkende Aufmerksamkeitsspanne geht, wie auch Dr. Watson oder die Space Frogs in diesem Jahr behandelt haben, auf keinerlei wissenschaftliche Studie zurück, sondern auf einen in 2012 von Microsofts Werbeabteilung veröffentlichten Report zu Aufmerksamkeitsspannen, in dem gleich auf Seite 6 die Aussagen eines SEO-Thinktanks referenziert werden, der bis heute einen Beleg für die, laut ihnen, selbst von Goldfischen übertroffene Konzentrationsdauer schuldig ist. Stark. Dieser 2013 ist ja auch schon ein bisschen her. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir bei 3 Sekunden. Gab es da Instagram überhaupt schon? Ja, ne? 2013. Nee, nicht so wie jetzt. Oder? Also ich glaube, da war es noch nicht Shorts gekauft, oder? Shorts und so gab es da noch nicht. Da hat jeder noch Foodbilder gepostet. Also 2013 gab es bestimmt, aber war es noch nicht übernommen und so big, ne? Also so big wie jetzt war vorgestern auch noch nicht. Twitter oder sowas war, glaube ich, die erste Social Media. Nee, Facebook hatten wir zu dem Facebook Zeitpunkt. War für früher. Wir hatten Facebook, dann Twitter, dann Instagram in der Reihenfolge. Und YouTube. Okay, vielleicht hatten wir dann schon Insta dann irgendwann. 2012 kam das auf Android. Ja. LOL. Okay. Ja.
wenn auch nie belegte, Vergleich war gefundenes Fressen für Leute auf der Suche nach der nächsten catchy Headline, der ersten Folie für den eigenen Online-Marketing-Workshop oder mit dem Bedürfnis, sich mal so richtig schön zurückzulehnen und mit mindestens zwei offenen Knöpfen zu viel darüber abzuschwelgen, wie viel besser es früher doch war. Nicht zuletzt deshalb hält sich dieser faktastische Science-Fact auch ohne jeden Beleg noch über 10 Jahre nach seiner erstmaligen Publikation im öffentlichen Diskurs. Also nein, die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen beträgt nicht nur 8 Sekunden. So etwas wie eine Aufmerksamkeitsspanne kann auch gar nicht untersucht werden, da sie natürlich vom Konzentrationsziel abhängt. Ich kann mir einerseits bei einem Video von Kai Pflaume jeder verstreichenden Sekunde meiner verbleibenden Existenz schmerzlich bewusst werden und andererseits bei der nächsten Folge Bares für Rares derart gebannt an den Lippen von Horst Lichter hängen, dass ich gar nicht merke, wie draußen die Sonne untergeht. Da hat er sich ja richtig fein gemacht. Ja, ja, und das ist auch bestanden. Die Klamotten, Alter. Ja, war richtig nice. Das war jetzt nicht nur in dem Rambo-Zwambo-Studio. Nee, die haben auch manchmal so richtig coole Specials. Die hatten da mal einen goldenen Lego-Stein. Da war ich impressed. Deswegen ist das echt schwierig, aber auch zu sagen so, ne? Ich habe gestern eine Serie geguckt, die heißt The Bear und das hatte teilweise lange Folgen, die, wo ich nicht einmal auf die Idee kam, ans Handy zu gehen. Ja, aber du kannst doch wohl ein Buch lesen. Also andere, ja, oder ein Buch, klar, ich kann einfach ein Buch durchlesen. So. Und andere Sachen aber im Fernsehen, die da habe ich schon so dieses Feeling. Okay, also wenn du bei TikTok durchscrollst, ne? Ich glaube, dann hast du so diese 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Erwartungshaltung, beziehungsweise dein Kopf entscheidet relativ schnell, dass du da irgendeinen Bullshit gerade siehst, der eigentlich nicht interessant, also der vielleicht ein bisschen interessant ist, aber dich gerade nicht so ausfüllt, dass du nebenbei noch was machen musst. Ja. Genau. Also zum Beispiel bei TikTok interessant, also ja, du kriegst da immer wieder was Neues, aber wenn ich TikTok benutze, hat TikTok meine volle Aufmerksamkeit. Du kannst während des TikToks guckens nicht was anderes machen. Ja, aber es geht um die Aufmerksamkeitsspanne doch nur von dem TikTok. Du guckst ja halt an, oh, langweilig, next. Genau. Oder nicht. Genau, also nicht die Aufmerksamkeit bezogen nur auf komplett TikTok, sondern genau, auf das also Video, was du dir gerade anguckst. Die ist 8 Sekunden. Genau andere. Ja, also aber ich meine einfach nur, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu lesen. Was bedeutet denn jetzt überhaupt Aufmerksamkeitsspanne? Ja, ich glaube meins. Wissenschaft. Also nicht das mit Kai Pflaume und Horst Lichter, sondern dass die Gestaltung des Inhalts maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie gut wir uns auf ihn konzentrieren können. Richtig. Gutes Storytelling ist dabei mit der effektivste Hebel für das Halten von Aufmerksamkeit. Deswegen es nicht überraschen sollte, dass es Leute schaffen, eine ganze Serie in einer Sitzung durchzuschauen. Ja gut, mag man da jetzt sagen. Aber ich beobachte bei mir, dass ich mich tatsächlich nicht mehr so gut konzentrieren kann wie einst. Da liegt diese Behauptung, ob belegt oder nicht, doch ganz nah. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Studien haben gezeigt, dass die bloße Anwesenheit eines Smartphones im Raum die Konzentrationsfähigkeit negativ beeinflussen kann. Das kann unter anderem daran liegen, dass man sich in ständiger Erwartung, eine Benachrichtigung zu bekommen oder unbemerkt bekommen zu haben, von seinem eigentlichen Konzentrationsziel immer wieder abwendet. Das kann aber auch daran liegen, dass man selten nur eine einzige Sache gleichzeitig macht. Weswegen dieses Video hier vermutlich nur auf Tab 3 liegt, übers Handy auf der Couch gegen die PlayStation gegen anbrüllt oder viel zu weit oben ist, weil man schon wieder nebenbei Kommentare liest. Und das ist okay, wenn man das macht. Nur hat die Forschung auch gezeigt, dass es so etwas wie Multitasking in Wahrheit gar nicht gibt. Stattdessen ist es eher ein schnelles Hin- und Herwechseln mit der Konzentration. Wir halten nur sehr geringe Aufmerksamkeit auf beide Aktivitäten. Der Wechsel der aktiven Aufmerksamkeit ist zwar möglich, kostet jedes Mal aber Zeit und Energie, da wir uns erst wieder in die Aktivität einfinden müssen. Ja. Am Ende haben wir für dieselben Ergebnisse, dank des Quasi-Multitaskings, mehr Ressourcen benötigt, als wenn wir nur eine Sache gemacht hätten. Oder wir haben von der Nebenbei-Aktivität einfach nicht sonderlich viel mitgekriegt. Das geht auch. Stimmt, deswegen gucke ich auch immer nur Filme, so bei weiß ich nicht, WoW-Zocken. Da gucke ich ja gerne mal Filme, weil habe ich mir sogar extra einen externen Blu-ray-Player für geholt, damit ich dann auch sowas wie Band of Brothers oder so gucken kann. Aber ich gucke dann immer nur Sachen, die ich schon kenne, weil bei neuen Sachen verpasst du Sachen. Ja, so, ich dachte, du meinst, so bei WoW passiert so wenig, dass du halt parallel sowas machen kannst, wo du halt nicht so krass Aufmerksamkeit brauchst. Also ich meine, klar, also zum Beispiel, weiß nicht, beim Zocken Formel 1 gucken, so ja, geht, weil lange Zeit passiert ja auch mal nichts, aber wenn dann gerade plötzlich doch was passiert, dann muss das schon angekündigt sein oder zufällig oder wiederholt werden, weil sonst kriegst du es ja gar nicht mit. Ja.
Er kommt auch wirklich echt auf Spiel an. Also gerade WoW eignet sich dafür besser als. Ja, sicher. Diablo halt genauso. Halt einfach irgendwie, wo du halt einfach keine Story brauchst. Storytelling, genau. Hat er ja gesagt, ist halt super wichtig. Ja, genau, wo du keine Story brauchst und auch nicht, also rundenbasierte Spiele eignen sich auch besser, als wenn du Multiplayer-COD spielst. Klar. Ja. Beides keine Story, aber das eine beansprucht dich trotzdem mehr als das andere. Ja. Jetzt mit bestätigt. Gut, die Mediensucht. Tarkov tötet es tatsächlich. Wenn du nicht, ja, oder Tarkov brauchst du wirklich. Da brauchst du dauerhaft Aufmerksamkeit. Da gucke ich mal einen Film nebenbei. Ja. Ja. Ja, in den Ladezeiten gucke ich meistens was. Dann bist du tot. Insbesondere in Bezug auf soziale Netzwerke an der sogenannten Operantenkonditionierung. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, die Experimente von Boros Frederick Skinner, in denen Tauben zunächst für bestimmtes Pickverhalten mit Futter belohnt wurden und dann später, nachdem das Futter nach einer rein zufälligen Anzahl an Picks ausgeteilt wurde, wie wild herumpickten, bis Futter herauskam, dann kurz gegessen haben und anschließend sofort wieder wie wild drauf losgepickt haben, geben einen ziemlich guten Einblick in die psychologische Funktionsweise von sozialen Netzwerken. Nicht nur der ominöse TikTok-Algorithmus ist der Grund für die starke Anziehungskraft dieser Plattform auf manche, sondern auch seine optimierte Bedienoberfläche. Eine wirkliche Übersicht kann man sich nur in den allerwenigsten Fällen verschaffen. Das nächste Video ist nicht einzuschätzen. Es könnte großartig sein. Genau das, was man gerade braucht. Das hier ist vielleicht der letzte Pick, den man machen muss, bevor die Luke wieder aufgeht und der nächste Snack zu einem herunterpurzelt. Ja. Ein klassischer Trick, der auch die Glücksspielindustrie unaufhörlich weiter Existenzen zerstören lässt. Diese operante Konditionierung ist in anderen sozialen Netzwerken natürlich auch vorhanden, wenn auch nicht so deutlich wie bei TikTok. Und wer für diese Tricks empfänglich ist, kann eine Abhängigkeit. Gibt's noch, ja. Ich sage, es gibt noch Snapchat. Ja, tatsächlich schon. Die hatten sogar ein Hoch wieder. Also was ist denn, wieder voll angezogen. Was ist denn IN? LinkedIn. LinkedIn, genau. Ja, ich habe auch immer gedacht, Netzwerke der Arbeitenden. Ja, ich dachte auch immer, das wäre ein Business-Netzwerk, so nach dem Motto hier Kontakt bla bla, aber nein, es gibt ganze LinkedIn-Influencer auch tatsächlich. Mhm. Krass, okay, das wusste ich nicht, ja. Fähigkeit zu sozialen Medien entwickeln. Die Symptome dabei sind häufig ein Kontrollverlust in der Nutzungsdauer und Intensität, eine Bevorzugung der Nutzung sozialer Medien gegenüber analogen Aktivitäten mit Freunden oder Familie und negative Konsequenzen wie nicht bestandene Prüfungen, verpasste Termine oder Schlimmeres. Ja, was in Bezug auf die mentale Gesundheit zeigen Metastudien, wenn überhaupt, dann nur eine kleine Korrelation zwischen depressiven Symptomen und der Nutzung sozialer Netzwerke. Ein paar Studien zeigen zudem, dass mit aktiver Social-Media-Nutzung, also dem selbstständigen Posten, Kommentieren oder allgemeinen Interagieren mit Inhalten, weniger depressive Symptome korrelieren, während es bei der passiven Nutzung eher mehr von ihnen sind. Hier bleibt natürlich die Frage offen. Okay, ja, weil du hast ja so einen kleinen Social-Anteil, weil du ja dich mit Leuten austauscht. Ne? Wenn du was postest, kriegst du halt. Ja, aber keine Ahnung, du kannst ja, also, keine Ahnung, Instagram ist ja sehr viel, also sehr, sehr viel irgendwie so Beauty und so ein Shit. Und dann schreibt dann der da einer rein, wenn du gerade anfängst, ey, du siehst hässlich aus, dann zieht das dich doch eher runter. Nee, gerade wenn du halt noch klein bist, oder? Das ist ja eine ganze Studie, aber du musst ja auch erstmal ein gewisses Selbstwertgefühl haben, dich überhaupt öffentlich ins Internet zu stellen. Also, da muss ja eine gewisse Basis sein, sonst würdest du dich ja gar nicht erst zeigen. Und es geht ja auch um normal, also den Otto-Normalverbraucher auch eher und nicht den einen, der sich denkt, boah, ich muss jetzt Influencer werden und. Ja, es geht ja auch darum, dass du halt einfach auch meinetwegen für Freunde und Bekannte und trotzdem öffentlich bist, da irgendwie Urlaubsfotos postest und dann sagst, boah, du siehst aus wie eine fette Sau oder sowas. Ja, aber das passiert ja in der Regel nicht. Also, wenn auf Social Media. Naja, also ich würde jetzt sagen, der allergrößte Teil von Deutschen, die Instagram nutzen und da Urlaubsfotos hochladen, kriegen von ihren Freunden und Verwandten darunter geschrieben, ey, ja, schön. Das schon, das verstehe ich. Aber wenn du, nein, natürlich nicht, das ist bei diesen ganzen Internet-Trolls halt, die dann die Scheiße Nee, verstehe ich auch, aber ich glaube, das ist halt nicht der größte Teil. Genau. Nee, das ist aber auch richtig, aber ich dachte, das sorgt halt großenteils dafür, dass halt die Leute das runterzieht. Nee, ich glaube, das würde auch runterziehen, aber da das nicht der größte Teil ist, sagt die ganze Studie halt, insgesamt ist aktive Beteiligung besser als passive. Genau, weil passiv guckst du dir einfach nur an, wie toll das bei anderen ist. Ich so nicht empfunden. Und du igelst dich halt ein und desozialisierst halt tendenziell so noch mehr.
weil du nur konsumierst. Ob passives Herumscrollen die Entwicklung depressiver Symptome begünstigt oder ob Leute mit depressiven Symptomen häufiger passiv auf solchen Plattformen herumscrollen. Ja. In Bezug auf das eigene Körperbild zeigen Metastudien wiederum, dass bei jungen Erwachsenen, die Social Media passiv oder aktiv nutzen, höhere Unzufriedenheiten mit dem eigenen Körper, häufigere Starts von Diäten und der Reduktion oder Steigerung der eigenen Nahrungsaufnahme zu beobachten. Da ging es um aktiv gerade. Das sowohl als auch. Sowohl als auch, weil wenn weil du das halt ist genau das, was ich ja gerade gemeint habe. Wenn du mehr Vergleich hast, hast du natürlich auch irgendwie, ne? Vorher ging es um Depression, ob das begünstigt wird oder nicht oder wo die Korrelation da existiert oder auch nicht. Jetzt geht es hier um diese Dinge. Ich glaube, das ist ja auch, ne, so wie im Fernsehen, wenn ich mir die ganze Zeit Germany's Next Topmodel angucke und dann immer darauf hingewiesen werde, wie man auszusehen hat und dann mich angucke. Das dann ist bei GNTM immer ein schlechtes Beispiel tatsächlich, ja, weil die auch mittlerweile dicke und dünne Models haben, ja, wenn du das beziehen möchtest. Das war nicht immer so, Jonathan. Ja, das war früher anders, aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Wobei, wenn man die Seite hier mal sieht, häufiger Starts von Diäten, da links in dem grauen Kasten reden die von unhealthy dieting, also nicht von Diät, sondern von Ernährung, also Ernährung, die ja, schlecht für dich ist. Reduktion von Ernährung. Ja, aber das, also ne, eine Diät kann ja auch nichts, also ist ja nichts Schlechtes erstmal. Nee. Also kann ja Gewicht, also Gewichtsabnahme ist ja erstmal nicht immer was Schlechtes, aber unhealthy dieting ist ja also schlechte Ernährung. Ja. Also wie disordered eating patterns. Also ja, da steht aber auch einfach nur dieting, restricting food, overeating and choosing healthy foods. Ja, genau. Also schlechte Ernährung. Ja, oder auch gute Ernährung. Ja. Halt Auswirkungen auf die Ernährung, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ja. Ja, die Positiven sind ja dann gut. Ja, das stimmt. Ja. Aber auch die Wahl für gesündere Lebensmittel. In qualitativen Untersuchungen ist wiederum zu beobachten, dass sich junge Erwachsene durchaus des Einflusses von sozialen Netzwerken auf ihr Körperbild und ihre Ernährungsentscheidungen bewusst sind, aber dennoch eine externe Bestätigung durch eben diese sozialen Netzwerke anstreben. Natürlich. Gerade in den letzten anderthalb Jahren ist Mental Health Content insbesondere auf TikTok ziemlich groß geworden. Und das kann hilfreich sein, das Stigma, das psychische Erkrankungen meist noch immer haben, etwas ausklammern, Austausch mit anderen über ihre Erfahrung ermöglichen oder im besten Fall dafür sorgen, dass man sich selbst um professionelle Hilfe bemüht. Aber, wie soziale Netzwerke nun mal so sind, wird eine ernsthafte psychische Erkrankung in vielen Fällen auch als eine liebenswürdige Eigenheit dargestellt. Oh, die Lautstärkestufe meines Fernsehers ist weder durch 2 noch durch 5 teilbar, lieber nochmal ändern, ist keine akkurate Darstellung einer Zwangsstörung. Selbstdiagnostiziertes OCD, ADHS und Co. sind dabei keine Seltenheit mehr. Ja. Die eben schon angesprochene Nutzung von operanter Konditionierung macht eine wirklich hilfreiche Thematisierung dieser Angelegenheiten auch nicht gerade einfacher. Was heißt das jetzt? Also selbst, also du sagst dann selber, ich habe ADHS und dann... Ja, schon häufiger auf Social Media gelesen, dass Leute sagen, okay, ich habe ADHS und... Ja, das heißt ja nicht, dass du direkt behandelt wirst. Genau, sondern die sich selbst diagnostiziert haben und nach außen hin kommunizieren, hey, ich habe ADHS und deshalb ist heute das und das passiert. Okay. Ich kann auch einfach sagen, okay, boah, in Videospielen habe ich mal eine, also, ne? Ich verstehe den Zweck einfach nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, entweder um nach außen hin, also um damit selber umzugehen oder um Aufmerksamkeit zu generieren, weil man ja halt das, oder? Muss ja nicht. Ja, oder zu einer Gruppe gehören oder man denkt es halt auch einfach wirklich. Genau. Weil durch soziale Medien auch schon ein falsches Bild von bestimmten psychologischen Krankheiten vermittelt werden. Ja, dann würde ich doch erstmal zum Arzt gehen und das erstmal klären lassen, damit ich mich behandeln lasse. Wer will denn frei, also wer hat denn, ja, aber wer will denn krank sein? Also. Naja, wie er sagt, Mike, du hast gar keine Nussallergie, also hau dir mal einen Snickers rein. Also genau, du musst nur dran glauben. Also die Ansicht, dass das überhaupt eine ernstzunehmende Krankheit ist, fehlt dann ja vielleicht schon, weil es wurde hier ja schon gesagt, dass das gerne mal als so eine etwas nette Kleinigkeit wahrgenommen wird, so ein bisschen schrullig. Ja, okay, ADHS ist nicht so schlimm wie Krebs, würde ich auch so sehen. Ja. Aber, ne? Ist halt, wenn Leute sagen, boah, ich komme hier in die Pötte und boah, ich habe jetzt festgestellt, das ist bestimmt ADHS.
So. Aber da kannst du dich ja, da kannst du dir ja helfen lassen. Das wäre gut. Ja. Würde ich halt auch machen. Würde ich ja auch empfehlen. Therapien sagen, mit Social Media. Ne? Einfach mit der Community oder so. Diese Verunglimpfung von bestimmten Sachen ist da halt ein Negativteil. Ich glaube, mit Social Media therapieren ist ja schon der Tod. Ja, das sollte das Spiel. Also, ich meine, wir helfen da natürlich auch nicht. Wir sagen das ja auch immer mal wieder. Alter, ich renne hier rum, als hätte ich ADHS oder so. Das ist ja auch schon eine Verunglimpfung der Krankheit. Ich. Also, ja, klar. Na, komm. Ich gucke nur gerade, gibt es eigentlich sowas wie, weiß nicht, der Therapeut oder so? Bestimmt, safe. Ja, also nicht dann aber als Verunglimpfung, sondern so wirklich als so Dr. Sommermäßig. Klar. Stimmt. Ja. Unterhaltung. Der heißt vielleicht nicht der Therapeut, sondern Psychologe Daniel, weiß ich nicht was. Bisher habe ich nur so Comedy-Sachen gefunden. Okay. Daniel. Die Folgen, die der Nutzung von sozialen Netzwerken in alltäglichen Diskussionen so alle nachgesagt werden, sind zu einem großen Teil in der Forschung nie so nachgewiesen worden. Ja, es gibt wohl Zusammenhänge, unter anderem zwischen Social Media und dem eigenen Körperbild. Aber vieles, gerade die Aufmerksamkeitsspanne und die angeblich dramatischen Folgen für unsere mentale Gesundheit, sind entweder komplett aus der Luft gegriffen oder haben nur kleine, teils sogar gegenteilige Korrelationen. Und jemandem, der diese Ergebnisse hört, aber eine Verschlechterung des eigenen Zustands bei sich selbst beobachtet, wird diese Erkenntnis nicht ein Stück weiterhelfen. Doch ist das Bewusstsein über diese Sachverhalte dennoch wichtig? Denn so können wir unsere eigenen Probleme nicht mehr auf eine generelle, ominöse Reduktion der eigenen Konzentrationsfähigkeit oder Ähnliches, die uns irgendwie alle betreffen, schieben, sondern sind verleitet, was wir persönlich erfahren, auch als persönliches Problem anzuerkennen, dem man sich auch persönlich widmen sollte. Geht es uns schlecht, so neigen wir auch eher dazu, uns von Nebensächlichkeiten ablenken zu lassen, in soziale Netzwerke zu flüchten und uns selbst zu vergessen. Zu dieser Angelegenheit ebenfalls in sozialen Netzwerken zu suchen, kann Orientierung bieten, doch muss man unfassbar aufpassen, nicht verharmlosende Narrativen aufzusetzen. Nichts kommt in seiner Effektivität auch nur in die Nähe von einem persönlichen Gespräch mit echten Fachkräften. Das alles hier ist natürlich nur außer eine eventuell Pizza-Videos. Ja. Da verliere ich mich auch mal drin. Jeden Tag. Ist natürlich viel besser als ein persönliches Gespräch mit Fachkräften. Wir sind auch Fachkräfte im Thema Videospiel und Flaggen. Und Geografie und Planeten und. Hey, wir sind wirklich mal gebucht und bezahlt worden für dieses Thema. Flaggen? Nee, für Social Media, wie man mit Influencern arbeitet. Achso, ja, gut, da sind wir vielleicht wirklich Fachleute. Die zeigt, dass es glücklicherweise in vielen Fällen keinen allgemeingültigen negativen Einfluss von sozialen Netzwerken auf uns alle gibt. Aber im Umkehrschluss auch, dass die, denen es trotzdem schlecht geht, leider einen ohnehin schon schwierigen, aber behördlich noch zusätzlich erschwerten Weg zu bestreiten haben. Und das ist furchtbar schade. So, ich mache jetzt erstmal was anderes. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass hier nochmal was kommt. Aber bitte wartet nicht drauf, sondern lasst euch, wenn überhaupt, überraschen. Bis dahin, macht das Beste aus dem Internet. Tschüss. Ja. Das ist so ein bisschen wie Peter Lustig immer am Ende von Löwenzahn. Und jetzt abschalten. Ja. interessant, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die sinkende Aufmerksamkeitsspanne potenziell absoluter Quatsch ist und das gar nicht der Fall ist. Ich glaube, was eher passen würde, ist die sinkende die Zeitspanne, in die du konsumieren willst, dass halt Videos oder Content, den du konsumieren möchtest als Bewegtbild, dass der kürzer sein sollte, damit du halt mehr davon konsumieren kannst. Weil das ich habe früher auch Gameboy gespielt und Fernsehen geguckt. Ja, aber was hat man denn dann gemacht, denke ich mir. Ja, du hast ja halt Let's Play angeguckt, wo die Folge halt eher eine Stunde geht. Und so, was machen unsere... Ich möchte das lieber schön klein geschnitten haben, damit ich maximale an Lachern habe. Was machen unsere Eltern, wenn die halt einfach meinetwegen Tatort gucken oder sowas? Gucken die dann wirklich einfach das durchgehend? War das schon immer so? Also wenn die es spannend finden, ja. Aber meine Eltern haben mittlerweile auch so Tablets, auf denen dann mal rumgeschoben wird. Okay, so da ist auch die Aufmerksamkeitsspanne weg. Okay. Du hast halt mit kürzeren Videos vor allen Dingen mehr Flexibilität. Genau. Wenn ich jetzt weiß, es ist halb vier und um vier muss ich hier weg und keine Ahnung, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde mache, dann fange ich nicht an, irgendwas zu gucken, was eine Stunde dauert. Ja.
Ja, da kannst du besser 4 Videos gucken, die 5 Minuten gehen, als. Ja, da würde ich gucken, was 25 Minuten geht. Dann aber geht das wahrscheinlich doch so länger. Viel Content für dich, der genau auf dich zugeschnitten ist, dass du halt aus dieser breiten Masse recht gut auspicken kannst. Ja, oder dich überraschen lässt mit dieser operanten Konditionierung. Das ist ja wie bei Civ, ey. Warum ich Civ nicht aufhören kann zu spielen, wenn ich mal eine Runde anfange? Ein Zug noch, weil ich nicht weiß, was als nächstes passiert. Und ich will unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Ja. Same. Wir sind wie Tauben. Wir sollten ab sofort einfach. Doch, nicht wie die Fische, ja. Wir haben einfach keine Thumbnails und keine Titel mehr. Und ihr lasst euch überraschen, was das nächste Video von uns ist. Ja, spannendes Video, Alter. Ziemlich cool. Also auch wenn es natürlich, also es ist unter 10 Minuten, ne? Also es ist schon ein krasses Thema für unter 10 Minuten. Alles so ein bisschen angeschnitten. Hätte immer noch 20 Sekunden drauf gemacht. Ja, nee, das war mal. Ja, ich weiß. Wie seht ihr denn das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Seht ihr bei euch, dass ihr euch schlechter konzentrieren könnt? Weil das kann ich zum Beispiel von mir nicht sagen. Ich würde sagen, ich kann mich genauso gut konzentrieren wie früher. Ich glaube, vielleicht ist es eine Übungssache auch. In der Schule musste ich mich wahrscheinlich öfter konzentrieren über eine längere Zeit. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt eine 4 Stunden LK-Klausur mal eben schreiben könnte. Ja gut, aber das ist ja auch Gewöhnungssache. Sehr froh, dass ich zu dem Zeitpunkt kein Handy hatte, kein Smartphone und so weiter während der Schule. Ich glaube, das wäre ganz böse. Aber also, das selbst ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit der PISA-Studie zusammenhängt. Also dass das auf jeden Fall ein Zusammenhang ist. Selbst wenn du 4 Stunden geschrieben hast, oder ich meine auch in der Uni, da hast du auch so 2 Minuten gehabt, wo du einfach irgendwie, weiß nicht, Fragen nochmal gelesen hast oder irgendwie irgendwas gemacht hast. Also ich zumindest. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist schlechter geworden. Vielleicht ist es auch Übungssache. Ich glaube, da gehen so viele Faktoren mit rein. Also man wird ja auch älter so allgemein, das wird auch nicht einfacher dadurch, nehme ich jetzt mal an zumindest. Keine Ahnung, ist schwierig, das so zu analysieren. Ja, Alkohol macht auch Gehirnzellen kaputt. Ja, das war Ultralativ mit der Frage, so, wie schädlich sind Social Media denn nun wirklich? So richtig klar ist das jetzt nicht. Manchmal ein bisschen weniger schädlich, als man vielleicht annimmt. In anderen Fällen dann schon wieder schon. Vielen lieben Dank, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.